I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hit the bell, ring ding dong. Got a steak bitch with a pink string on. Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alltag in Schönebeck. Ja, es ist ein bisschen was passiert, wir haben jetzt schon mal auf dem großen Feld Raps angesät. Das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Das könnte ein schöner Ertrag erstmal für den Anfang werden. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir genießen heute mal das Wetter und machen den ersten Grasschnitt. Funktioniert auch mit dem Kumpel hier soweit, wie ich mir das vorstelle. Da fällt mir ein, der hat hier auch so einen IC-Button. Ja? Spektakulär. Na, Gott im Himmel. Daneben hinstellen. Ganz normal. Jawohl. Na, guck, geht doch. Ja, wir werden heute den ersten Grasschnitt machen. Das war sehr künstlerisch, schon zum Anfang der Folge. Herzlichen Glückwunsch. Und dann überlege ich mir mal, was ich mit dem Feld mache. Oder beziehungsweise, was ich mit dem zweiten Feld mache. Und was ich hier mit der Wiese mache. Weil ewiglich Wiese machen ist auch blöd. Wir mal gucken. Also auf jeden Fall ein bisschen Gras und ein bisschen Heu. Wobei wir das ja persönlich, also ich kann das jetzt noch nicht so verwerten. Stückchen reinfahren. Aber mal gucken hier. Vielleicht noch was ankoppeln. Abfälle hat er. Na, und schon schnippelt er, der Junge. Einmal frei. Ich weiß auch, dadurch, dass ich bei der Stadtverwaltung war, dass nicht alles hier hinten mir gehört. Deswegen bin ich jetzt mal sachte, was den Grasschnitt angeht. Die verwahrloste Scheune da hinten gehört nämlich schon wieder nicht mir. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und ich denke mal, es wird hier bei der Ecke darauf hinauslaufen, dass ich hier ein neues Feld mache. Das heißt, ich brauche einen Pflug. Und dann werden wir da Kartoffel oder irgendwas, was für die Schweine wirklich erstmal essentiell wichtig ist, anpflanzen. Ihr könnt ja eure Meinung mal so ein bisschen in die Kommentare reinklimpern, wie ihr so die letzten Folgen fandet. Ich weiß, die letzte Folge ist nicht so gut angekommen, weil es halt eben in der Nacht war. Deswegen sind die nächsten Folgen dann auch wieder am Tage. Bin ich garantiert schon wieder zu weit, ja. Nicht, dass die Jungs mit mir schimpfen hier. Wenn ich hier alles niederkrüppel. Ja, und wer so reiflich bei uns Osttechnik-Freunde LS19 alles verfolgt hat, weiß, in dieser Woche sollte eigentlich unser W50-Paket kommen. Das verspätet sich nun allerdings ein wenig, aber das hat alles seine Gründe, weil wir hören natürlich auf euch und wir hören natürlich auch, was die erste Version konnte, kann oder nicht kann. Und eben, weil wir dann darauf verzichten, das einfach so wieder rauszubringen, wird im Hintergrund jetzt gerade noch die Originalplakette oder das Schild vorne gebaut. Das wird alles neu gemacht, also der kommt dann
mit dem W50 LAK-Schild. Und wir arbeiten im Hintergrund auch noch dran, dass die ganze Sache Curseplay-tauglich wird. Wir spielen zwar nicht damit, aber das soll ja nicht heißen, dass wir nicht auch auf euch hören und bei euch dann so ein bisschen Verbesserungen annehmen. Da bringt ja nichts, wenn wir halt einen schlechten Mod rausbringen. Das wollen wir natürlich nicht. Also hören wir natürlich auch auf das, was ihr so sagt. Im Hintergrund ist jetzt gerade das W50 Tiertransportpaket fertig geworden. Das heißt, ein W50 für den Tiertransport und ein Anhänger dazu oder mehrere Anhänger dazu. Passend mit Simple IC verbaut. Und wir haben auf der Facebook-Seite unsere 1100 Abonnenten erreicht. Das heißt, das nächste Ziel und unser Eigenbau-Schiebenschild mit Beleuchtung geht dann demnächst auch noch raus. Also ihr könnt euch definitiv freuen, da kommt noch einiges auf euch zu. Und natürlich neue Folgen LS19 Alltag in Schönebeck, LS19 in der DDR. Und wenn ich mir nun endlich irgendwann mal sicher werde, was mit der Wendezeit-Map passiert, geht's da auch los. Künstlerisch habe ich mir da schon ein bisschen was einfallen lassen. Aber das werdet ihr dann zu der gegebenen Zeit sehen. Könnte auf jeden Fall ein schönes Projekt werden. Wenn man es richtig aufzieht. Die Karte ist auf jeden Fall mega gut. Ja, was habt ihr denn noch so für Ideen, was ich auf jeden Fall auf dem Hof noch gebrauchen könnte? Außer Scheunen natürlich, wo ich endlich mal irgendwas drin lagern kann. Aber da habe ich selbst zum Verbauen noch nichts gefunden, was mir persönlich gefällt. Und was natürlich zum Grundkonstrukt von meinem Hof passt. Also ich hätte schon ein paar Hallen. Das Problem ist, die sehen dann immer wieder unterschiedlich aus und passen halt nicht zu dem, was ich jetzt so auf dem Hof habe. Und irgendwie oder unbedingt neue Gebäude dafür zu verbauen, bin ich jetzt nicht, also beziehungsweise neu zu bauen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Bin ich kein Fan von. Hier muss ich sagen, würde sich wirklich ein Kartoffelfeld, ein kleines, machen. Aber wenn man nicht so viele Kapazitäten hat, dann kann man die ja wirklich in einer schnellen Runde mal rausholen, als wenn du jetzt mehrere Hektar hast. Was dann halt ewig wieder dauert und wo man große Maschinen braucht. Aber hier wird auch nicht so viel runterkommen, denke ich mal. Aber für den ersten Schnitt wird es reichen. Vielleicht kann man ja Heuballen oder das Heu an sich zur LPG bringen. Zumindest LPG-Tierproduktion außerhalb von Schönebeck. Haben ja noch einen großen Kuhstall gerade. Und eine Milchviehanlage. Die können auf jeden Fall Heu bzw. Gras gebrauchen.
Oh, das könnte auf jeden Fall noch ein Weilchen dauern hier. Und wenn ihr sowieso mal auf unserer Seite seid, Osttechnikfreunde LS19, könnt ihr euch gleich die aktuellsten Livestreams angucken. Gestern Abend war wieder mega lustig. War der Robby auch endlich mal dabei. Falk hat es geschafft, seinen ZT auf den Ballen zu legen. Das habe ich auch so noch nicht erlebt, aber okay. Es gibt ja für alles das erste Mal. Vielleicht habt ihr auch, wenn ihr mal Lust habt, so ein bisschen kommentieren, ein paar Erinnerungen an die Zeit. Das würde mich auch mal interessieren. Also im Livestream erfährt man ja immer so ein bisschen, ja, hier bin ja selber vor Jahren den Trecker gefahren. Ich weiß auch in den Kommentaren, hat schon einer erwähnt, ja, wie kannst du den Trecker so quälen? Ja, das hatte auch alles seinen Sinn, damit der eben, wie gesagt, schlapp macht bei LS19 in der DDR. Ja, vielleicht habt ihr auch noch andere Erinnerungen. Gibt ja viele, die nur negative Erinnerungen haben, aber einige haben ja doch recht positive Erinnerungen. Also immer wenn ich das Thema so anspreche, heißt es, ja, naja, wir hatten alle Geld, ne? Konnten zwar nichts kaufen, aber wir hatten ohne Ende Kohle. Vielleicht habt ihr auch ein Fahrzeug, wo ihr sagt, ach, das ist jetzt so meine Kindheitserinnerung oder meine Erinnerung an die Jugend. Und das würde mich auch mal interessieren. Haut's auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten natürlich auch Kritik, ne? Zum letzten Video gab es ja wirklich viel ehrliche Kritik. Deswegen werden die nächsten Videos auf jeden Fall am Tage sein. Es wird mal eins geben noch in der Nacht, da habe ich schon eine Idee. So ein kleines moralisches Video. Lasst euch überraschen. Und wie ihr seht, das Geld neigt sich auch langsam dem Ende zu. Jetzt müssen wir langsam ein bisschen was erwirtschaften. Hätte eigentlich gedacht, auch die Eisenbahn, wenn man da so wohnt, macht auf jeden Fall mehr Krach, aber das geht eigentlich. Weiß nur noch nicht, wie viele Folgen ich mache, bis ich dann wieder das nächste Update von der Karte aufspiele. Einige Sachen sind immer halt noch nicht fertig. Mal noch nicht fertig, eieiei. Es gibt noch viel zu tun an der Karte.
So, mit den Bildern möchte ich euch dann auch alleine lassen. Ich werde hier noch meine Runden drehen. Gucken, ein bisschen Gras, ein bisschen Heu, ne? Und dann mal Anfragen fahren, wo denn was gebraucht wird. Ich ziehe meine Bahn. Euch wünsche ich noch einen schönen Restsonntag. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt Alltag in Schönebeck. Ich bin raus, euer Hellraiser.